Common by biomutant. Weiche einfach den Tropfen aus, okay? Die Schalter müssen auf eine Weise betätigt werden, dass genug Spannung durch den Leiter fließen kann. Gut, das ist genug elektrische Strömung, um die Aktoren zu initialisieren und das System zu aktivieren. Du wirst irgendwann wieder mit viel Luft brüllen können. In dieser Zone kann man kaum atmen und der Tod lauert überall. Pass auf, wer halb so viel atmet, lebt auch nur halb. Das ist der Überrest, nach dem du gesucht hast.
Seinen Kopf muss man schützen. Die Vögel haben keine Luft zum Singen. Scheint ein stabiles Seil zu sein. Er meint, das sei genug, um den Mekton zum Laufen zu bringen. Du verfügst jetzt über einen Motor, einen Treibstoffsauger, eine Schusswaffe und ein Sammelnetz. Aber weder Rüstung noch eine Sauerstoffversorgung. Er hat einen Sauger angefertigt, damit der Mekton mit dem Schwarzteer sofort aufgetankt werden kann. Du kannst damit ebenfalls die glibbrigen Ölpfützen beseitigen, um an schwer erreichbare Orte zu gelangen. Er sagt, er arbeitet an einem weiteren Projekt für den Mekton, einer Kanone. Sie benötigt jedoch Munition und damit meint er Squibs. Er sagt, wenn man sie richtig abrichtet, können sie den Jumbo-Knäuel ablenken. Wenn du nach Squibs suchst, solltest du mit Mog reden. Er kennt sich mit allen Lebewesen in der Natur aus, die die Apokalypse überstanden haben. Leider bedeutet das, dass du weiter in die Todeszone vordringen musst, da Mogs Lager an der Steiltiefe ist. Wenn du Mog findest, kann er dir sagen, wo du die Squibs findest. Gizmo findet ihn ein wenig eigenartig, doch er ist äußerst bewandert. Er weiß alles über Monster und Kreaturen und wo sie zu finden sind.
Fülle deine Luftlöcher. Dunkelheit hüllt die Welt ein. Dieses Ding war einst Teil eines Tuk-Tuks. Jetzt steht es einfach nur so herum. Nachts kannst du alles heimlich erledigen.
Sieh dir das an, wenn das kein Tuckerhof ist. Wenn du den Gleisen hier folgst, findest du allerlei kleine verstreute Schätze. Natürlich nicht, aber sie bringen dich näher ans Ziel, wo auch immer dieses sein mag. Bei dieser Spur hast du deine Spürnase bewiesen. Durch sie kannst du viel über die Welt lernen. Halte Ausschau nach ihnen. Du musst begreifen, wie ernst die Lage ist, um sie zu beeinflussen. Siehst super aus. Thank you.
praktisch, wenn du tödlich schnell sein willst. Da sammelt sich einiges an Schrott. Was fertigst du heute an? Wenn dich dein Reittier nicht abwirft, machst du was richtig.
Du solltest deinem Reittier zeigen, wer hier der Boss ist. Du hast den Streitplatz erreicht. Schrecklich, was die Kämpfe hier angerichtet haben.
Anarchie mehr. Du bist aus einem Grund hier, doch du musst in Erfahrung bringen, welcher es ist.
Die Verklibberung des Grundwassers breitet sich aus. Thank you.
Ohne Luft kann man nur wenig tun. Fühlst du dich benommen? Der Mekton des Mechanikers ist sehr robust, genau wie sein Erbauer. Kannst du dir vorstellen, wie dieser Ort einst ausgesehen hat, vor der Sintflut des toten Öls? Halt vielleicht lieber die Luft an, bevor du weitergehst. Auf dich warten die atemberaubenden Ausblicke der sogenannten Todeszone. In der alten Welt hatten solche Straßen tatsächlich ein Ziel. Jetzt sind die meisten von ihnen der direkte Weg ins Desaster. In der alten Welt konnte man hier einfach hingehen und eine anständige Mahlzeit erhalten. Er bewegt sich wie von selbst.
nahezu perfektioniert. Bist du angeschnallt? Genug gespielt. Du bekommst hier womöglich furchtbare Kopfschmerzen. Augen auf die Straße oder was auch immer vor dir ist.